aber ganz herzlich willkommen, Messi, dass wir das Heim mit mir anfangen. Und, danke, Leute. Messi, für die Teilvorlage. Ja. So gut. So cool. Also, wir freuen uns immer auf Bern zu kommen, weil es heisst, wir sind mit dem Kloise und Andrea zusammen. Und ich meine, ihr kennt vielleicht euer Haus oder du die Heim denkst jetzt, ja, ich weiss jetzt nicht, von was sie redet. Aber bei ihnen die Heim ist es uns einfach wohl und wir sind mega happy, dürfen wir da sein in unserer Church Family in Bern. So cool, dass ihr uns eingeladen habt. Ja, und ihr ist zuhause ist das eine, das andere ist da Kille, das macht ihr aus, das sind ihr. Klar kennen wir euch noch nicht, aber es ist für uns ein mega, immer wieder ein Privileg und ein Geschenk, in anderen ICF dürfen vorbeischauen und merken, wow, es ist Familie. Es ist nicht einfach, man redet nicht nur von dem einmal im Jahr der Conference, sondern es fühlt sich so an, wenn man willkommen geheissen wird. Unsere Buben sind im ICF Kids, sind abgeholt worden. Bus. Mit dem Bus sind die Kids. Also, es ist einfach schön, bei euch dürfen sie richtig, richtig cool. Ja, wir sind seit 20 Jahren zusammen unterwegs. Wir sind seit 20 Jahren geheiratet. Und wir sind gerade in der Ferien zusammen in Frankreich. Wir haben uns ein bisschen verschiffen lassen dort, von wegen Zelten und so. Also, wir haben nicht zeltet, aber wir haben eine coole Zeit gehabt als Familie. Und wir sind im ICF aktiv. Du bist angestellt seit auch bald 20 Jahren. 20 Jahre. Genau, und ich mache so Volunteer-Sachen dort. Und wir haben zwei Buben, Zwillinge, sie sind 11. Und ja, uns interessiert das Thema Sex mega. Wir sind leidenschaftlich für das Thema. Wir sagen immer, ja, warum redet ihr über das Thema? Wir haben im ICF Zürich auch schon oft eine Predigt über das. Wir werden immer irgendwie eingeteilt dort, gell? Ja, ja. Und unsere Frage ist dann mehr, warum eigentlich? Weil wir sind nicht besonders gut im Sex, aber wir haben es einfach gern. Okay. Also wenn wir jetzt hier predigen, reden wir nicht als Leute, die einfach besser sind, sondern wir sind leidenschaftlich. Was mich so begeistert an diesem Thema ist, dass wir im Bild von Gott geschaffen sind. Wir sind sexuelle Wesen. Und Gott ist ja ein dreieiniger Gott. Und das sinkt, glaube ich, nie ganz in unser Hirn, bis wir dann mal im Himmel das werden sehen, wie das wirklich aus ist. Aber Gott ist drei, aber er ist eins. Und wenn er sagt, ihr seid in meinem Bild geschaffen, dann ist für mich Sex so etwas Hirnsprengendes, dass zwei Personen sich körperlich vereinen und in der Bibel steht, sie werden eins. Und das ist, im Sex sind wir Gott ähnlich in einer Ebene, wo wir ihm nie ähnlich sein können. Nämlich, sind zwei und werden eins. Ja. Das ist mega cool. Und ein Gott, der dreieinig ist, wir können ihm ähnlich sein, dem, dass wir uns sexuell vereinigen. Das finde ich etwas unglaublich Begeisterndes. Und warum wir auch noch gerne darüber reden, erfüllende Sexualität, das müssen doch wir die Experten sein. Wir haben die Leidenschaft für das Thema. Wir wollen aus den verstaubten Kirchenecken raus mit dem Thema und Herren zu Töchtern und Söhnen, die wissen, was erfüllende Sexualität ist. Das ist so eine Leidenschaft von uns und mit dem möchte ich dich heute Morgen begeistern. Wir haben fünf Werte, die wir überzeugt sind, die widerspiegeln erfüllende Sexualität, die widerspiegeln auch den Stil, den Charakter von Gott, wie er denkt über Sex. Und es sind fünf Werte. Und ich starte mit dem ersten, oder? Nein, ich wollte den Vers noch bringen. Oh, bring den. Nämlich, wir haben ja in der Bibel, dem Buch, das wir nachfolgen, unserem Gott hat uns das Buch geschenkt, dort hat das Hohelied. Und das ist das Buch von zwei Liebenden, die poetisch über ihre Sexualität reden. Und dort drin hat es einen Vers. Und den wollen wir uns einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Dort steht nämlich, wenn die Liebe erfasst hat, der kennt ihr Feuer. Sie ist eine Flamme des Herrn. Und wenn das nicht ein Ausdruck ist von einer Leidenschaft, wo ich denke, mein Gott auch in der Sexualität, was denn sonst? Wir möchten dich anstecken, dir Wärme geben heute Morgen, dass du einfach wohlig sein kannst vor dem Feuerchen, vor dieser Leidenschaft, dass du dich aber auch anstecken lassen kannst. Dort, wo vielleicht der Funken muss überspringen muss, mit dem Vers, nämlich, es ist eine Flamme vom Herrn. Ja. Yeah. Also keine Angst, es wird nicht komisch, sondern es wird leidenschaftlich und so ist ja auch Sexualität. Der erste Wert, den wir miteinander anschauen möchten, ist Liebe machen auf lustvolle Art. Also Liebe machen ist ja schon mal das eine, Gott hat gesagt, macht, also liebt einander. Und wie liebe ich einander? Eben auch körperlich. Und darum haben wir fünf Titel, Liebe machen auf den ersten Wert ist lustvoll. Und ich möchte mit dir eintauchen in eine Beschreibung, das ist selten, ich weiss nicht, wer von euch Männer, ich spreche jetzt schnell die Männer an, oder auch die Frauen, alle, wer von euch hat ein Tagebucheintrag gemacht nach der Hochzeitsnacht? Wer hat das gemacht?
Nach der ersten Nacht? Ich nicht. Der Bibel hat das gemacht, Hohelied. Ich möchte dir das vorlesen, warum lustvoll Sexualität. Ich nehme dich mit ins Tagebuch von einem, der hat jetzt gerade seine Hochzeitsnacht gehabt. Okay? Ich betrete den Garten, mein Mädchen, meine Braut. Ich pflücke die Myrrhe und ernte den Balsam. Vielleicht übertreibst du es ein bisschen in eine andere Sprache. Oder? Der Balsam, Myrrhe, ist ein bisschen komisch. Und ernte den Balsam. Ich öffne die Wabe und esse den Honig. Ich trinke den Wein und genieße die Milch. Was für eine Beschreibung, oder? Also der Kerl, der schwelgt jetzt so gerade richtig im Paradies, oder? Der spürt sich gar nicht mehr richtig. Als letztes schreibt er da, ich trinke den Wein und ich genieße die Milch. Sexualität ist lustvoll. Wenn man dem Typ zulässt, der spürt sich gar nicht mehr, oder? Das ist, wenn du ein Glas Milch trinkst und so trinkst, dass es überall ist, oder? Und du hast eine Milchschnauze. Sexualität ist Milchschnauzteil, verstehst du? Du öffnest die Wabe, du geniessest, was Gott geschenkt hat. Sex ist lustvoll. Hast du das auch schon beobachtet an dir? Ja, okay. Vielleicht sind ihr da ein bisschen scheuch heute Morgen. Kein Problem. Aber wenn du den Hochzeitsnachtbericht lesest und sinken lässt, dann merkst du, der Typ hat so richtig Lust. Und Gott hat es genauso gedacht. Sexualität ist in den Beziehungen between us, wo wir darüber reden. Beziehung zwischen Mann und Frau, die körperliche Ebene. Und das ist explosiv. Und das ist so gedacht von Gott. Es ist okay. Es ist genau so gedacht. Yeah, lustvoll. Ein Kuss. Milchschnauzkuss. Ein lustvoller Kuss. Ja, das Coole ist ja, wenn wir unterwegs sind, und das sind wir jetzt seit 20 Jahren, die Sexualität, die hört wie nicht auf. Also Sex ist nicht mit 50 fertig, oder? Sex kannst du haben, solange du auf dieser Welt bist und solange dein Körper einigermaßen das mag mitmachen, kannst du Sexualität haben. Und das finde ich so etwas Cooles und das begeistert mich auch daran, darum immer wieder auf den Weg zu gehen, auf den Weg zu gehen und zu suchen, wo ist denn die Lust. Ich habe mit einer Sexualtherapeutin geredet und sie hat gesagt, einer der meisten Gründe, warum das Pärchen oder Einzelpersonen zu mir in Beratung kommen, ist das Thema Lust, Lustlosigkeit. Vielen ist die Lust abhanden gekommen. Viele haben die Lust verloren. Sie ist vielleicht auch gerade in deinem Schlafzimmer irgendwann rausgeschlichen. Du hast einfach die Lust verloren und dieser Lust ist im Frust gewichen. Und nicht oft, wenn man keine Lust mehr hat in der Partnerschaft, in der Beziehung, gibt es auch eine Distanz. Und Distanz ist auch oft der Nährboden fürs Fremdgehen. Also wie können wir jetzt die Lust kultivieren? Wie kommen wir dann dort an, dass wir jetzt wieder lustvoll sein können? Jetzt im Frühling ist es ja eigentlich einfach, alles blüht und schmeckt. Und wenn du durchläufst, das ist auch etwas Lustvolles. Und ich finde, dort erkennen wir auch wieder Gott. Er ist lustvoll, die vielen Farben von diesen Blüten und alles. Also nur schon in der Natur entdeckst du die lustvolle Sache auch. Und ich glaube, das ist etwas ganz Natürliches. Wir dürfen uns ganz natürlich auf den Weg machen, mit dem Gott in Lustvolligkeit wieder entdecken. Wir haben auch so gemerkt, dass bei uns zum Beispiel Romantik ist jetzt bei uns so ein bisschen etwas, wo wir noch das Potenzial haben. Und wir haben herausgefunden, dass eigentlich Romantik wie eine Brücke ist vom Alltag in unsere Sexualität rein. Und dann, was ist denn jetzt der Punkt? Wie kommen wir denn jetzt auf lustvolle sexuelle Gefühle? Der Punkt ist, sexuelle Erregung folgt sexueller Aktivität. Also wir müssen einfach anfangen, Sex haben. Sex einfach kultivieren und das machen. Wir müssen das wieder einladen in unsere Beziehungen. Oder vielleicht hast du Freude und sagst, hey, ja, das läuft, ich bin lustvoll. Im Alltag immer wieder lustvolle Momente kreieren. Zum Beispiel haben mich und ich auch angefangen zu sagen, hey, komm, wir küssen uns zum Beispiel einmal am Tag richtig. Also weißt, nicht nur so, ciao, sondern mal schnell warten und mal schnell wirken lassen. Oder vielleicht mal eine schöne Berührung am Tag über. Lustvoll, dass das fliessen lassen. Mögen doch unsere Ehen ein Land sein, wo Milch und Honig fließt. Göttliche Sexualität ist lustvoll. Sehr cool.
Der zweite Gedanke, wie Sexualität erfüllend kann sein, das ist, wenn Sexualität achtsam gelebt wird, wenn wir Liebe machen in achtsamer Art und Weise. Vielleicht ist es effektiv so, heute Morgen bist du ein bisschen überrollt, die kommen da, die kommen von Zürich, wer ist das? Und die reden über lustvollen Sex. Aber jede einzelne Person, und das ist uns bewusst, wenn wir über Sex reden, jede einzelne Person, die da sitzt, auch wenn du online zuschaust, wenn du das irgendwann hörst, jeder hat eine Geschichte. Wir alle sind geprägt. Wir sind ganz verschieden aufgewachsen. Wir haben Prägungen mitbekommen, gerade im Umgang mit unserer Sexualität, die so unterschiedlich sind, wie jeder Einzelne da sitzt. Jedes Gesicht, das du anschaust, jeder Mensch, der dir begegnet, ist anders aufgewachsen. Du hast Autoritätspersonen in deinem Leben gehabt, Eltern, Lehrpersonen, vielleicht sogar Pastors, Leaders in ihrer Kirche. Und wie sie dir Sexualität weitergegeben haben, beigebracht haben, dich informiert haben, das war entweder hilfreich gewesen, oder es war schädlich gewesen, vielleicht sogar missbräuchlich. Oder es ist stillgeschwiegen worden und du musst mit dir selber irgendwie zu Rang kommen. So unterschiedlich, wie wir hier Anzahl Leute sind, so unterschiedlich ist unsere Prägung. Es hat Leute vielleicht da, die sagen, ich kämpfe mit meinen sexuellen Gefühlen, ich weiss gar nicht, auf was habe ich überhaupt Lust. Je länger, je mehr ist Orientierungslosigkeit in diesem Thema. Leute, die sich, vielleicht fühlst du dich nicht wohl in deinem Körper. Und wenn wir über Sexualität reden, dann sind wir uns bewusst, dass jeder eine andere Geschichte hat, andere Prägungen, und da hat es Höchst und Tiefs. Da hat es Frust und es hat Lust. Aber dort, wo wir uns wieder treffen, dort, wo unsere Geschichten zusammenkommen, das ist bei dem Gott im Himmel, der sich das überlegt hat. Dem Gott im Himmel, der dich beschenkt hat. Der Gott im Himmel, der sich wünscht, dass du Sexualität für dich persönlich kannst entdecken kannst. Und darum möchten wir reden als Church, wie es der Chloe gesagt hat, über das Thema, weil es jeden betrifft. Und deine Ups und Downs in diesem Thema, deine Prägung und deine Geschichte, ist Gott nicht egal. Wir sind achtsam in dem Thema Sexualität. Und das ist uns wichtig. Sarah, was heisst das? Ja, eine von diesen Geschichten hier auf dem Screen ist meine Geschichte. Ich bin als junge Frau sexuell missbraucht worden. Und meine Sexualität war einfach geprägt von Scham und Missbrauch. Ich hatte irgendwie zu mir selber nicht einmal einen richtigen Zugang gehabt, geschweige denn hätte ich Sex irgendwie als etwas Schönes können erachten. Und warum achtsam? Als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass eigentlich eine gesunde Sexualität bei mir selber anfängt. Und da ist mir auch wieder die Bibel aufgegangen und der Paulus redet dort auch von Sexualität. Und wo findet man eine bessere Antwort als in der Bibel? Nämlich der Vers, wo es darum geht, und den will ich mit euch teilen, weil der bringt das eigentlich genau auf den Punkt. Oder habt ihr etwas vergessen, dass euer Körper ein Tempel ist vom Heiligen Geist, der in euch wohnt und euch Gott gegeben hat? Wow, also das ist doch krass. Das ist so ein Ausdruck von dem Gott im Himmel. Der hat mir den Körper gegeben. Das ist ein Tempel. Und in meiner menschlichen sexuellen Hülle wohnt der Heilige Geist. Das hat mir einfach das Hirn gesprengt und mich aufmachen lassen, auf dem Weg zu gehen und zu finden, was mein Gott mit göttlicher Sexualität, die eben achtsam ist. Ich habe angefangen aufzupassen, ich habe angefangen zu hören, ich habe das angefangen zu entwickeln mit dem Heiligen Geist. Und wir haben ihn jetzt vorhin angebetet in diesen Liedern, dass er der Gott der Wunder ist, dass er der Boden ist, wo einfach viel Gutes entstehen kann. Und das ist so. Der Heilige Geist kann in uns kaputt wieder heil machen. Dein Körper ist ein Tempel. Dein Körper ist ein Tempel. Lass das mal sinken. Deine Sexualität ist ein Tempel. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du sagst, hey, in meinem Vorhof ist alles kaputt. Da sind Männer gekommen, haben genommen, was sie wollen. Da sind Frauen gekommen, haben genommen, was sie wollen. Da ist alles kaputt. Da ist nichts mehr so, wie es sollte. Oder hey, du hast vielleicht einen Götz angestellt, anstatt das göttliche, schöne, der Heilige Geist, steht dort vielleicht der Götz vom Sex oder von der Lust, von der Erregung. Wir machen uns auf, den Weg mit dem Heiligen Geist. Wir sind achtsam. Wir lesen Zeug, wir gehen, wir entdecken, wir räumen aus. Und wenn ich heute Morgen da stehe vor dir, dann kannst du sagen, sie hat es erlebt. Du kannst auf meine Geschichte zurückgreifen. Ich bin vor 20 Jahren in einem weißen Kleid vor dem Traualtar gestanden. Nicht, weil ich cool bin,
sondern weil Jesus hat mich geheilt, mein Tempel. Ich habe rausgeräumt, dass nicht reingekommen ist. Und Scham und Missbrauch hat müssen gehen. Kannst du dir das vorstellen? Es ist gegangen. Es ist draussen. Ich lebe heute in einer sexuell aktiven Partnerschaft mit meinem Mann. Und es ist weg. Es ist gegangen. Gott hat es geheilt. Das ist für uns alle da möglich. Lass unsere Ehen, unsere Körper, unsere Beziehung zu uns selber ein Tempel sein, wo der Heilige Geist drin wohnen kann, wo er Raum nehmen kann, wo du erfüllende Sexualität erleben darfst. Mega schön. Im 1. Korinther ist der Vers, den Sarah erwähnt hat, wo der Paulus über den Tempel schreibt. Und ich möchte dir vorlesen, wie es dort weitergeht. 1. Korinther 6, 18 bis 20. Dort steht ein Satz weiter. Ihr gehört also nicht mehr euch selbst, wenn ihr ein Tempel seid. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Also der Paulus nimmt von dem Level Achtsamkeit, wo ich auf mich schaue und auf den Körper achte, dass er mir dient, dass ich mich wohlfühle, dass er im Schuss ist, nimmt es auf den Level und sagt, der Körper, den du hast, gehört, wenn dein Leben Jesus anvertraut hast, gar nicht dir. Sondern dein Körper inklusive deiner Sexualität gehört Gott und er soll dienen, dass Gott geworshippt wird. Sex ist Worship. Sex ist Worship. Vielleicht hast du auch schon so Tierfilme geschaut, wo Tiere es schön haben miteinander. Und das ist Worship. Verstehst du? Natur versteht den Punkt von Worship. Der erste Satz, das erste Gebot, das Gott uns gegeben hat, ist, sind fruchtbar und vermehrt euch. Er hat nicht die 10 Gebote zuerst gebracht, nicht lügen, sondern sind fruchtbar. Er hat nicht gemeint, du sollst eine Zwiebelmarit haben und Zwiebeln züchten. Berner. Es geht nicht um Zwiebeln. Fruchtbarkeit bedeutet, wir sollen Lust haben, Sex. Und wir sollen Gott worshipen mit unserem Sex. Und der Wert, den ich möchte mit dem herausstreichen möchte, ist verantwortungsvoll. Wenn ich ernst nehme, was Gott da sagt, dann realisiere ich, Sexualität ist ein Geschenk Gottes. Ich behalte es im Schuss. Es dient aber nicht nur mir, sondern es ist Worship für Gott. Und das heisst, ich gehe verantwortungsvoll damit um. Wenn man 60 Jahre zurückblendet, das war so ein Schlüsselmoment, wo die Anti-Baby-Pille erfunden worden ist. Das war endlich Free Love, oder? Du kannst Sex haben, ich kann fast sagen, du kannst bumsen, ohne Angst zu haben, dass ein Kind entsteht, das du gar nicht willst. Das heisst, die Konsequenz von deiner Sexualität, die ja Fruchtbarkeit ist, kann man jetzt neuerdings ausblenden und man kann ohne die Angst im Nacken, dass ein Kind entstehen, Sex leben. Und ich sage heute auf keinen Fall, das ist nicht gut, dass man das entdeckt hat. Aber ich sage, die Gefahr dabei ist, und was dort sich auch entwickelt hat, ist, dass wir nicht mehr bewusst sind, welche Konsequenz und Verantwortung verknüpft ist mit unserer Potenz. Kompetenzen sind immer verknüpft auch mit Verantwortung. Das ist im Sex auch so. Und dann ist die Free-Love-Welle über unsere Welt hineingekommen und irgendwann hat man gemerkt, es gibt nicht nur Kinder beim Sex, sondern es kann auch krank machen, wenn man links und rechts, oben und unten immer den Partner wechselt. Und AIDS-Welle ist über die Welt hineingekommen, 83. Und man hat gemerkt, es hat Konsequenzen. Was leben wir mit unserer Sexualität? Was stellst du an? Wie bist du verantwortungsvoll mit deiner Sexualität? Die viele Kompetenz, die viele Power, die Potenz, die Gott uns gegeben hat, ist verknüpft mit der Frage, wie wende ich es an, damit es fruchtbar ist, damit das Leben erweckt in meiner Partnerin, auch in mir selber, in meinem Partner. Das ist eine Frage, die wir uns dürfen und müssen stellen. Ich bin manchmal so richtig komplett fed up über das, wie unsere Gesellschaft umgeht mit dieser Kompetenz der Sexualität. Wir tun alle Verantwortung auf die Seite und wir sagen, hey, let's do it. Und all unsere Gefühle sind Gott geworden in uns innen. Das, was du gerade fühlst, das ist dein Götz. Aber wenn es darum geht, um Worship, dann heisst es, wir beugen unsere Knie, auch in der Sexualität, und sagen, da, Gott ist es, wie kann ich dir dienen? Wie kann ich dich anbeten? Wie kann ich Verantwortung übernehmen in meiner Sexualität? Lass uns die Frage immer wieder stellen, bin ich verantwortungsvoll? Was heisst es, was ich gelebt habe? Was braucht es,
damit ich Gott ehre, auch in meinem Sex. Ein weiterer Wert, den wir geben wollen, ist das Thema furchtlos. Und zu diesem Thema haben wir Dan und Marion eingeladen. Sie sind im ISF Zürich für die Families verantwortlich und sie erzählen, wie sie das erleben, Sexualität furchtlos leben. Auf der Treppe vom Sydney Opera House in Australien hat bei uns zwei alles angefangen. Wir haben dort unsere Freundschaft gestartet. Und nach 2 Jahren Freundschaft haben wir dann geheiratet in der Schweiz. Und das ist jetzt schon 12 Jahre her. Im Bereich Sexualität haben wir schon ziemlich früh darüber reden müssen, was ist unsere gemeinsame Vision. Wir sind beide der Meinung, dass es keinen besseren und sicheren Ort für gute Sexualität gibt als in einem Rahmen der Ehe. Yes. Und wir haben in unserer Dating-Zeit müssen einander ermutigen, an dieser Vision festzuhalten. Wir haben zusammen gewisse Grenzen aufgestellt, die uns helfen und auch darin uns immer wieder ermutigt, einfach in denen zu laufen. Und für einige mag das vielleicht jetzt da ein bisschen wie altmodisch erscheinen oder ein bisschen kreiert, aber für uns war es eigentlich mega erfüllt mit einer Vorfreude. Es war eine fröhliche Zeit, in dieser Zeit vor der Hochzeit. Wir haben darüber geredet, wie wir uns darauf freuen, die gemeinsame Sexualität zu entdecken. Wir haben eine riesige Vorfreude gehabt und wir haben gewusst, wir werden ein Leben lang Zeit haben, in dem Bereich unserer Beziehung zu wachsen. Also hat er mega einen Frieden und eine Vorfreude gebracht. Genau, wir sind gut in der Ehe gestartet, aber in den ersten paar Jahren haben wir nicht fantastische Sex gehabt, das kann man sagen, oder? Das war nicht der Beste. Nein, wir haben gemerkt, all unsere Prägungen und unsere Ideen über Sex sind vorgekommen. Wir haben auch gemerkt, also da gibt es Enttäuschung, da gibt es Druck. Also wir haben einiges Negatives gemerkt, erlebt und wir mussten lernen, wie reden wir darüber reden, wie können wir mit diesen Herausforderungen umgehen zusammen. Es ist mal so schlimm geworden, dass wir gemerkt haben, jetzt müssen wir alles aufschreiben, alle unsere Gefühle aufschreiben und mal ganz ehrlich ansitzen und sagen, hey, was uns eigentlich auf dem Herzen liegt. Und der Moment war nicht so einfach für uns, weil so die furchtlose Ehrlichkeit kann auch verletzend sein, aber in dem Moment haben wir gesagt, wir wollen es machen, weil wir wollen an unserer Beziehung arbeiten. Also war immer auf einem guten Fundament. Und das hat plötzlich den Druck rausgenommen, weil ich gewusst, wie denkt Marion. Sie hat gewusst, wie denke ich. Und wir waren frei, daran zu arbeiten. Wir waren eigentlich mega überrascht, was für starke Gefühle von Druck und Angst und Minderwert da können aufkommen in diesem Bereich. Genau, und etwas mega wichtig in diesem Prozess ist die Vergebung. Eben wie du gesagt hast, wir sind beide verletzt. Und für uns ist es schwierig, nicht in der Verletzung zu bleiben, aber zu sagen, mal, wir vergeben einander, wir lassen los und wir tun es wieder auf, dass wir weiterentwickeln können. Die Vergebung musste passieren, dass wir überhaupt weiterkommen können. Und jetzt auf dem neuen Fundament der Ehrlichkeit sind wir bereit gewesen, uns zu öffnen für Neues und unserer Sexualität zu wachsen. Und wir haben zusammen Bücher gelesen, haben uns weitergebildet, austauscht. Was haben wir für Ideen, Fantasien, Wünsche, wo wir Neues entdecken wollen und furchtlos wirklich uns zu öffnen für Neues. Und bei den einen passiert das vielleicht früher, andere später. Wichtig aber haben wir gemerkt, ist es, dass das passiert, weil hey, vor uns liegt noch viele Jahre von gemeinsamer Sexualität. Unsere Sexualität ist ein Work in Progress. Es war und ist ein Work in Progress. Aber wir haben gesehen, dass es lohnt sich, dass es erfolgreich kann sein. Wir sind jetzt seit 12 Jahren verheiratet und wir geniessen den Sex mehr denn je. Genau. So ein vielsagendes Lächeln. So cool. Also der Wert, den wir hier ins Zentrum stellen, furchtlos. Es ist schon vielleicht nicht nur einfach, wenn man einander Feedback gibt, oder? Feedback kann man noch einfach geben über Sachen, die sachlich sind. Aber im Sex ehrlich zu sagen, du komm, lass uns schnell ein Feedback-Rundchen machen. Wie war der Einstieg? Wie ist die Stellung 1, 2, 3? Das ist Furchtlosigkeit, einander zu sagen, hey, das war gar nicht so geil gewesen, wie du gemeint hast. Oder, aber wenn wir dorthin nicht kommen, dann werden wir nicht wachsen miteinander. Das ist so ein guter Punkt. Furchtlos sein bedeutet, man ist ehrlich zusammen und man ist entschlossen, zu wachsen da drin und neues Land einzunehmen. Der Heilige Geist ist mit uns. Er gibt uns den furchtlosen Geist, auch in der Sexualität, um miteinander zu entdecken. Ich möchte abschließen mit dem letzten Wert, das ist Ehren. Sex machen oder Liebe machen
hat mit ehrendem Umgang zu tun. Es gibt einen Bibelvers, ich möchte euch vorlesen, wo es darum geht, dass wir eben einen Umgang haben, wo es nicht um uns selber geht, sondern im Liebe machen, geht es eben auch um den anderen. Die Bibelstelle bedeutet, heisst, denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge halten. Und vielleicht hast du das auch schon gemerkt, wenn es im Sex dir gelingt, deinen Partner zu befriedigen, dann ist es für dich auch am schönsten. Bedeutet für mich auch, wir sind sehr unterschiedlich. Wir sind Mann und Frau und dann sind wir noch sonst unterschiedlich mit unseren Bedürfnissen. Aber Ehren bedeutet für mich, hey, ich bin offen für die Sexualität mit dir. Ich bin offen und sage, ja, Sex machen wir, das findet statt. Ich bin nicht die Türe zu. Ich habe nicht das Tor verschlossen, auch wenn er mich anlangt. Und es ist ein bisschen mehr als nur irgendeine Berührung. Ich bin offen. Ich ehre das, wie er auch anders ist und gehe auf das ein. Und gleichzeitig auch er, der Sex, so tun wir uns ehren, wenn wir aufeinander eingehen. In der Andersartigkeit. Nicht sagen, ah, du bist eben, ah, das entspricht jetzt mir nicht so ganz. Jetzt machen wir das anders. Sondern wirklich sagen, ich ehre dich im Sinn, ich gehe auf dich ein. Und Sex findet statt. Wir haben einen Raum, wo Sexualität stattfindet. Der Einheitsbrei, den man so oft hört, zerstört jede Spannung. Sexualität lebt von zwei verschiedenen Geschlechtern, die miteinander eins werden. Das lebt von dem. Das ist die Art, wie es Gott denkt hat, Mann und Frau werden eins und wir sind unterschiedlich. Und der weibliche Körper ist so wunderschön, der männliche Körper hat auch einiges zu bieten. Ja. Und wenn das zusammenkommt, dann ist Sex spannend. Und lass uns die Community sein, die Familie Gottes, die die Leidenschaft in die Welt bringt, auf eine reine, lustvolle, achtsame, ehrende, verantwortungsvolle, auch furchtlose Art. Weil es ist etwas vom Grössten, Gott uns geschenkt hat. Wir sind ihm so gleich, wenn wir uns vereinigen. Es ist sein Bild, das wir widerspiegelt. Es ist die feinste Einheit, die wir haben können. Und die geben wir nicht einfach her. Die lassen wir nicht einfach links liegen. Es ist die coolste Verbindung, die wir hier auf Erden haben können. Das schönste körperliche Gefühl. Lass es uns entdecken. Lass uns das Feuer nehmen. Und wir gehen jetzt in einen Solosong rein, wo wir einfach, wo du Zeit hast, zum Hören auf den Heiligen Geist. Er führt dich. Dein Tempel, wie geht es ihm? Wo ist deine Sexualität? Das Feuer von Gott ist da heute Morgen. Die Leidenschaft ist da. Gott hat ein riesiges Ja zu uns. Und er kann mega viel tun heute Morgen. Heiliger Geist, ich möchte beten, jetzt gerade für die Zeit, wo wir reintauchen, wo wir einfach sitzen bleiben können. Wir laden dich ein, ganz bewusst. Ich lade dich ein, sag das in deinem Herz. Ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du redest zu mir. Offenbar du mir göttliche Gedanken über meine persönliche Sexualität. Und uns ist bewusst heute Morgen, es sind alle verschiedene Geschichten da. Auch Leute, die Single sind, verheiratet, verlobt, geschieden, verwitwet, ganz verschiedene Stories. Aber Heiliger Geist, du hast für jede Geschichte hast du einen Satz, ein Bild, eine Berührung. Jesus, wir danken dir, dass du jetzt rumgehst in diesem Raum und einfach wirkst, während wir sitzen und uns aufmachen für dich.